Und hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Call of Cthulhu. Ja, ich gebe zu, ich habe mal ganz schnell nachgeguckt, weil ich nicht mit euch hier stundenlang durch das Krankenhaus laufen wollte, wo wir denn dieses Werkzeug finden. Und zwar war da irgendwo ein Mann, der gewischt hat, an den kann ich mich erinnern. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wo der war. War der hier? Nein, jetzt müssen wir nur noch den Raum finden, wo der gewischt. Der wischt jetzt auf jeden Fall hier. War das hier irgendwo? Wisst ihr das noch? Ihr wisst es wahrscheinlich noch. Ich weiß es nicht. Das ist dann die Küche. Hier, war das vielleicht hier? Hat der hier gewischt? Hier waren wir doch schon drin, oder? Guck mal zu. Nein. Wo war das denn? Also ich weiß nur, dass das der Mann war, der gewischt hat. Und ich wusste, dass da einer war, der gewischt hat. Aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Moment. Ja, seht ihr, das meinte ich nämlich. War das hier? Das sieht doch gut aus. Das ist ein Klo. Ah! Guck mal. So, jetzt haben wir einen Schraubenschlüssel. Und damit gehen wir jetzt in den Heizungsraum. Ich dachte mir, das geht vielleicht schneller als jetzt tausendmal da. Ich habe aber auch an den Raum nicht mehr gedacht. So. Und damit versuchen wir jetzt das Rohr hier zu drehen. Wunderbar. So, das Wasser ist abgestellt. I feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. Donovan ablenken. Ja, jetzt haben wir das Wasser abgestellt und dann müssen wir jetzt nochmal zu der einen gehen, die sich da gemobbt gefühlt hat, weil das war ja der Zusammenhang mit dem Wasser, oder? Mal gucken, was die macht jetzt, wo das Wasser wieder abgestellt ist. Sie steht da. Huch. Hey. Dr. Colden, might there be a problem with the water? I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. Was macht sie denn jetzt? Lenkt die jetzt ab? Oh, die lenkt die jetzt ab? Oh, gut. Lass die zweimal reden. Wir nutzen mal die Chance. The last. The missing files must be hidden here. Ja. The Stendhal syndrome. Of course. This is where Fuller found his diagnosis for Francis Sanders. Eine Studie über das Stendhal-Syndrom. Eine besonders seltene Geisteskrankheit. Betroffene zeigen psychische Störungen aufgrund einer Reizüberflutung, wenn sie Kunstwerken ausgesetzt sind. Mhm. Guck erstmal hier im Regal. Hier ist aber nichts. Hier ist ein Schrank, okay. Hier ist nichts zum Durchsuchen. Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. Oh. Mast wechseln.
Oh Gott. Oh Gott, Hilfe. I've unlocked something. Oh. Patient files. I was right. Gespräch mit Sarah Hawkins. Diese Walze war im Büro von Fuller versteckt. Er hat seine Gedanken zu einer der vielen Psychoanalysen aufgezeichnet, die er an Sarah Hawkins vornahm. Kann ich das wieder zumachen? Okay. Ich habe ja hier irgendwo einen Phonographen gerade gesehen, ne? Fällt bestimmt nicht auf, wenn wir uns das jetzt hier anhören. Conclusions. Session number 17. Patient? Sarah Hawkins. The patient appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls the mythos. It goes without saying that these peculiar delusions are the price that comes with her exceptional gifts. Oh, müssen wir jetzt hier ermitteln? Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? At first, I presumed that her blood was the key. But I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. Hmm? The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Then James came. Irate that Charles was keeping secrets from him. I presume that he will try to break into the basement sooner or later. I am prepared. Hawkins, Fitzroy, and Fuller. What is the connection between these three? It is definite that I had the presence of mind to set the morgue in the basement. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. Ja, was sollen wir jetzt hier tun? Ich geh mal zu der Lampe. Of course. Sarah Hawkins is the connection. Ein teilweise verbrannter Schuh erscheint Sarah Hawkins gehört zu haben. I must go back to the basement. To the basement. Geht's wo lang? Hier lang. Okay. Ja, ich hasse dieses Institut, ne? Gott, wie tief ist das Basement denn? Oh Gott, Hilfe! 20.000 Meilen unter dem Meer. Ja, Folge der Blutspur ist immer die super Idee des Tages. Ne, das wissen wir ja alle. Hier geht's noch weiter runter. Hier ist noch eine Tür. Ja, weiß ich nicht. Gehen wir jetzt erst rein, wo das Blut ist? Oh. Ah, now that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity.
It's time to show you what you were so eager to discover. What? Sollte das so sein? If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Slowly. Talk, filthy thief! Oh, I swear I'll shoot! Ist das nicht der Typ, der da in der Taverne war? Es war Charles Hawkins, ich habe nichts Falsches getan. Wie machen wir das hier? Take a minute to look around. Everything points to Charles Hawkins. He's dead! No. He was here for a very specific item. Oh, no. The book. Why was it in the safe? Have you read it? Answer the question. How foolish of you. Now you won't be able to escape his will. What did it show you? Mary Colden war dort, ich bin nicht sicher. Er war der Typ, den wir mal in der Taverne gesehen haben, ne? Der da am Tisch vor sich hingemurmelt hat. Ein Buch gelesen hat. Soll man das sagen? She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we? Whose life did the Necronomicon choose to show you? Dr. Colden. She was at the Riverside Institute. She's in danger. I have to go. Wait! No one knows the occult better than me. You might need my help. Vielleicht, ja. Ich traue da zwar niemandem, aber er wusste ja viel über das Buch und so, ne? Ich meine, er hatte im andererseits hat er ja auch... Ich weiß auch nicht. Ich mach mal ja. All right. I might need you after all. Perfect. Let's meet later at the Hawkins Mansion. Now go. Rescue the doctor. Thank you, Drake. Ja, keine Ahnung, ob das gut war. Hui. Kapitel 9. Riverside Institute. Das Buch projizierte Pierce in den Körper von Dr. Colden. Der Detective erlebte, wie die Freundin von Bradley ihre Ermittlungen durchführte. Mit den Experimenten von Fuller konfrontiert, betrat sie sein Büro und fand heraus, dass der Leiter des Riverside Instituts nicht nur Informationen über Sarah Hawkins, sondern vielleicht sogar ihre Leiche zurückhielt. Dabei wurde sie von Fuller entdeckt. Pierce musste sie retten, bevor es zu spät ist. Oder muss sie noch retten. Fährt er jetzt in dieses... Oh nein, bitte nicht. Nicht schon wieder dahin. I pray that Colden is really here. And alive. Ja... Oh, ich kann nicht glauben, dass er hier zurückgekommen ist. Das Tagebuch der Frau von Reverend Wickwood. Ihr Ehemann John erbaute gegen Ende des 17. Jahrhunderts das Anwesen der Hawkins, Hilltop genannt. Sie gehörten zu den ersten weißen Siedlern der Insel. Die vorherigen Bewohner verschwanden unter mysteriösen Umständen 3 Jahrhunderte zuvor. An old diary. Ja, davon hast du schon 3 Teile gefunden, oder 8. So, wir gucken mal kurz ins Tagebuch. Ich kam in Drakes Buchhandlung zu mir. Von meinem inneren Auge sah ich noch immer, was Mary Colden durchlebte. Die Behandlung von Patienten, ihre Suche nach medizinischen Aufzeichnungen, das Mysterium des Boots, in die Keller hinabzusteigen und Fuller. Hat das Buch diese Halluzinationen ausgelöst? Ist Colden in Gefahr? Drake hilft mir bei meiner Ermittlung. Wir treffen uns in der Villa der Hawkins, nachdem er seine Sachen zusammengesucht hat. In der Zwischenzeit muss ich Colden retten.
In das Institut zu kommen war kein Problem, aber Colden zu finden und sie hier herauszubringen, könnte sich schwieriger gestalten. Ja, raus ist immer schwerer als rein, ne? The Scylla is here. Like in the vision. Colden came this way. Er ist natürlich direkt in seinem Büro, oder was? Right. Enough time wasted. Colden needs me. I must find her. Wir versuchen es mal im Keller. Da, wo der gruselige Qualm ist. No! Was? No. My God. What is happening to me? What was that? It's as if I'd been transported somewhere else. What happened? Something has changed, but what? Was denn jetzt, um Himmels Willen? Was ist das denn? Gar nichts, hier können wir nicht lang. Was ist das denn jetzt? Okay, hier können wir auch nicht lang. Wir können nur einen bestimmten Weg gehen. Das ist eigentlich gut. Aber das Vieh ist jetzt zum Glück nicht mehr hinter uns her. Das ist schon mal sehr beruhigend. Hier kommen wir auch nicht weiter. Hä, wir kommen hier nirgendwo weiter. Wie ist das Klo? Da müssen wir wahrscheinlich nicht hin. Hier waren ja die Symbole an der Tür, ne? Hä? Wo ist der Weg? Okay. Das ist jetzt aber echt strange. Helligkeit erhöhen. Zum Erhöhen deiner Helligkeit. Wollen wir das? Und jetzt? Oh, was war das denn? Meine Lampe ist ausgegangen. Ach du Scheiße.
Können wir unser Lampenöl mal irgendwo auffüllen? Jetzt sind wir wieder hier. Ich verstehe jetzt gerade nicht ganz, was das Spiel mit mir will, von uns will. Hier ist was. Toll, Medizinstudien, hey. Ein Ölkännchen wäre mir lieber gewesen. Können wir jetzt hier machen? Können wir die Lampe jetzt hier berühren? Jetzt sind wir wieder hier. Achso, hier sind wir jetzt. Okay. Also nicht hier sind wir jetzt, nicht, dass ich wüsste, wo ich wäre, aber immerhin sind wir woanders. Nichts mehr. Kann ich da dran? Hallo, ich würde gerne an den Punkt. Hier ist so ein Punkt. Punkt. Da würde ich gerne hin. Ah, da komme ich nicht dran. Ich kann auch die Lampe nicht heben. Hier ist irgendwie eine Alpha-Wand vor. Ich komme da nicht hin. Ich kann es auch nicht anvisieren. Das ist aber der einzige Punkt hier. Moment kurz, hier ist irgendwie jetzt gerade... Jetzt rennt er hier mit seinem Lichtchen durch die Gegend. Und wenn ich jetzt die Lampe hier wieder berühre? Komm mal nur wieder da lang. Komm mal da wieder nicht hin, oder? Doch, ja, wir haben ja die Tür aufgemacht. Jetzt verstehe ich langsam. Aber an den Punkt komme ich halt trotzdem nicht ran. Wenn ich den jetzt blende nochmal, wenn ich da hinblende, dann... Es war knapp. Ja, weiß ich nicht.
jetzt mal kurz hier um. Was ist ekelhaft? Hier ist aber auch kein Au. It is trapped you. Ja, ich weiß überhaupt nicht, was hier los ist. Nein, okay. Müssen wir vielleicht wieder zu irgendeiner Lampe? Hier geht. Müssen wir jetzt unser Lampenöl wieder auffüllen? Oder müssen wir jetzt hier wieder irgendwelche Türen öffnen? Das ist aber jetzt ein bisschen seltsam. Können wir nichts machen, ne? Moment kurz, ich bin verwirrt. Ich weiß gerade wieder nicht, was wir hier tun sollen. Können wir das nicht blenden? Also in der anderen Welt? Was anderes fällt mir nicht ein. Moment, was war hier? War hier was? Hier ist was. Boah, gleich kriege ich einen Herzinfarkt. You are confronting powers that surpass you. Boah, Hilfe, was ist das denn? Das ist ja richtig ätzend. Ja, eine Lampe wäre jetzt gut. War hier vorne, ne?
Sind wir wieder hier? Müssen wir jetzt wieder die Lampe auffüllen gehen? Ich hoffe, ich finde den Weg dann. Das ist weit, ne? Hilfe. Ich dachte, jetzt sind erschrocken jetzt. It looks like things are back to normal. Ja. Normal, ja, alles wieder normal. Und er wundert sich auch gar nicht. Oh, Hilfe, ey. Da war doch bestimmt dieses Gas. Ja, und ich würde sagen, bevor wir in den Keller gehen, ich glaube, es hat ja gerade gespeichert, wenn ich das richtig gesehen habe. Das hoffe ich zumindest. Bevor wir runter in den Keller gehen, sage ich... Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bedanke mich bei euch fürs Dabeisein und fürs Zuschauen und sage, passt gut auf euch auf, bleibt kuschelig und gehabt euch wohl.